Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal, wie ihr seht, ein bisschen was anders. Ich bin asynchron, weil mit dem Mikrofon was nicht geklappt hat. Aber naja, ich habe bei Candy Cowboy, jetzt kommt gerade auch der Gutscheincode, da kriegt ihr 10% Rabatt mit dem Code Odin10 für den Kindertag, für die Kids was bestellt. Früher war das ja so, man hatte halt nur. Ja, eine Box, 25, 50, 100 € die man bestellen konnte bei Candy Cowboy. Das haben sie geändert, so wie ich gesehen habe. Und man kann jetzt Themenboxen bestellen. Super Bowl, NFL, hast du nicht gesehen. Ich habe mich aber dafür entschieden, für die Candy Box, weil meine kleine Tochter, die mag keine Schokolade, die mag Candy, also Kaubonbons, Kaugummi, sowas. Lutscher, total. Aber. Alles, was so mit Schokolade ist, mal ja, aber sie freut sich da auch gerade, weil sie denkt, da sind Saurier drin, die wartet auf ein Dimage-Jordan oder so, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Die steht da momentan total auf Saurier, meine Tochter. Und die denkt, da sind gerade Saurier drin, weil kurz davor hatte ich bei Alibaba, nee, bei AliExpress, hatte ich zwei Saurier bestellt. Die kamen da halt, 2 Tage vorher kamen die an, aber die hatte ich ja vor über einem Monat bestellt. Deswegen nicht wundern, sie will da halt immer ran. Aber naja, und hofft, dass da halt Saurier drin sind. Aber es ist ja für den Kindertag, es ist einmal ein, wie gesagt, Candy-Paket, wo Candy-Zeug drin ist. Ich werde zu jedem Video ein einzelnes, zu jedem Produkt ein einzelnes machen. Muss halt beide vertonen. Das ist jetzt die Candy-Box heute. Und dann habe ich eine Schokobox bestellt. Die machen wir danach. Die muss ich auch nachvertonen, weil wie gesagt, ich habe keinen Ton gehabt, weil mit dem Mikrofon was nicht gestimmt hat. Aber naja, sonst läuft es ja immer, da kann man auch mal so einen Rückschritt mal in den Kauf nehmen. Dann werden wir gleich jetzt mal auspacken. Da war jetzt so ein Zettel mit bei, so eine Werbung von Candy Cowboy. Das ist jetzt die Schokobox, glaube ich. Ja, da steht auch Schoko drauf. Das ist die Schokobox. Ich hatte am Anfang hatte ich befürchtet, wo das große Paket gekommen ist. Oh shit. Jetzt haben sie alles. Ich habe zwar zwei Mystery-Boxen bestellt. Jetzt haben sie aber alles in eine Box gepackt, Schoko und Candy. Und ich habe halt eine Mystery-Box. Oh Gott, da hatte ich schon Schiss vor. Aber Gott sei Dank war es denn halt nicht so. Halt der große Karton und da sind zwei einzelne Kartons drin. Auch so gut verpackt, also man kann nicht reingucken, ist auch nicht uffi-yang während der Fahrt, wegen der Transport, dass da irgendwas durcheinander gefallen ist oder so. Ich kann schon mal sagen, es ist Haufen Zeug mit bei, was uns super gefallen hat. Eine einzige Sache war mit bei, die hat uns überhaupt nicht geschmeckt, also allen nicht geschmeckt, weil da Zimt mit bei ist. Das, boah, ganz ekelhaft, die Lumpe. Aber sonst überwiegenden Teil war eigentlich positiv, weil meine Tochter steht ja auch auf so saure Sachen, so wie Apfelringe und so ein Scheiß alles. So, und hat sie von mir. Und da waren halt viele so eine Sachen mit bei, die schön sauer waren, sehr, sehr sauer waren, übertrieben sauer waren, aber richtig, richtig cool gemacht. Also die Kleine war absolut happy. Ja, jetzt fangen wir gleich an, das auszupacken. Ja, und ihr seht halt, wie happy sie ist. Aber das ist halt, weil sie denkt immer noch, da ist ein Saurier drin. Ich habe auch von Anfang an gesagt, da ist kein Saurier drin, Schatzi. Da ist nichts. Das ist eine Überraschung, was Schönes, was zum Essen, aber kein Saurier. Ja, und gleich werdet ihr sehen, wie sie dann abdröppelt. Kein Saurier. Und dann sagt sie ja auch, das habe ich leider nicht drauf. Oh. Ich dachte, da ist ein Saurier. Jetzt dröppelt sie ab. Ist er. Nee. Hat sie noch was gesehen? Vielleicht müsste sie abdröppeln und dann. Naja. Aber da sind wirklich coole Sachen drin gewesen. Hier Jelly Beans, die sehr sauer sind. Der Streifen mit der Erdbeer, was ich eben gezeigt habe, da war leider nur eine drin. Oh, der war richtig lecker. Da habe ich ein Stück von der Kleine bekommen zum Testen. Oh, der war richtig lecker. Der war super. Einige Verpackungen sind auch, ja, fürs Aufmachen hat sich ein bisschen schwierig gestaltet. Wenn man es nett ausdrückt. Da gebe ich es gerade meiner Frau. Na, schade, dass die Audiodatei nicht, dass die nicht ganz ist.
weil ihr hättet da meine Frau auch quatschen hören und die Große war ja auch mit da. Weil ist ja wie gesagt Kindertag. Achso, Fräuchen hat es da schon ausgepackt. Da seht ihr jetzt die Jellybeans. Wir wollten eigentlich nicht alles antesten. Wir wollten eigentlich nur ein, zwei Sachen aufmachen und die anderen nur zeigen. Aber zum Schluss haben wir dann, kann ich euch schon verraten, wir haben alles aufgemacht und alles probiert. Da kommt jetzt die Kleine. Die kriegt jetzt. Sie wollte eine spezielle Farbe. Sie wollte blau. Deswegen suche ich da gerade blau raus. Ja. Und ich nehme mir auch einen raus. Frauchen ist nicht für Süßigkeiten und die macht ja auch gerade Keto-Diät. Wenn dann mal was drüber geht auf die andere Seite vom Tisch, dann geht das an die Große, weil die sitzt da auch. Also praktisch mir gegenüber sitzt meine Freundin und meine große Tochter. Und die Kleine ist halt bei mir oder mal bei ihr. Die rennt da hin und her und ist da halt happy. Was habe ich da jetzt in der Hand? Ach, das sind diese kleinen Kaubonbons, die sind auch sauer. Die kennt er, so in etwa kennt er mit so weiß, in der weiße Füllung und außenrum was, das kennt er auch vom Supermarkt. Bei uns sind die aber nicht sauer, bei uns sind die einfach nur süß. Die Dinger sind auch richtig geil, in der Plasterpackung. Die sind richtig geil, die waren auch extrem sauer. Und richtig lecker. Also nicht so extrem sauer, so ein bisschen sauer, aber halt, da kommen, also wenn man vergleicht mit den anderen, die da mit bei waren, da sind welche mit bei, wo, da haben sich meine Lippen eingezogen. Aber die sind richtig lecker, also du hast wirklich einen schönen Blaubeergeschmack und so. Und je nachdem, was du da hast, also die Beeren haben überwogen bei uns in der Candybox. So Blaubeere, Erdbeere. Sowas war da halt viel drin, vom Geschmack her. Ja, da seht ihr gerade. Also ich bin sauer gewöhnt, aber das hat schon reingepfeffert, das Ding. Na, ich bin doch nicht geirrt. Das war doch das als erstes, genau, was mir so reingehauen hat. Die Kleine, die hat es nicht interessiert. Die hat einfach gelutscht, sagt, oh, ein bisschen sauer. Lecker sauer, sauer ist toll. Da sind sie. Das sind sie nicht. Das sind die Twizzler oder wie die heißen. Die sind Erdbeer. Das sind ja, Gummistangen. Ja, wie Gummibärchen in einer Stange, aber rein Erdbeergeschmack. Das hat die Kleine auch geliebt. Da hat die auch ganz schön drin gehauen. Oma hat dann auch so zwischendurch ein bisschen was gekostet. Aber Oma steht nicht so auf sauer. Aber die Erdbeerstange, die ist überhaupt nicht sauer. Das ist halt einfach nur ja, eine Gummibärchenstange, kann man sagen, mit Erdbeerschmack. Die war ganz okay. Aber die war halt von der Konsistenz, deswegen halt die Hände gerade so jemand, von der Konsistenz so ein bisschen, also nicht ganz Gummibärchen-mäßig. Ist schwer zu beschreiben, aber war okay. So. Na komm, Odin, das nächste. Ich habe ein bisschen viel gequatscht. Also vielleicht bestelle ich so eine Box ja nochmal, eine andere, also nicht jetzt Candy oder Schoko auf eins bezogen, vielleicht mal so eine, einfach für 25 Euro so eine Mystery Box, wo alles Mögliche drin sein kann. Aber die haben auch hier Tränke da, die Fanta-Sorten, die es bei uns hier gibt. Also seit einer noch nicht so langen Weile, kurzen Weile gibt hier Blaubeere und sowas. Gibt es ja in Amerika schon viel, viel, viel länger. Und die haben da richtig coole Fanta-Sorten. Und da war ich am Überlegen, ob ich da mal so ein, zwei Büchsen verschiedene Fanta-Sorten bestelle und dann so eine Mystery-Box oder so irgendwann, wenn noch mal so ein Feiertag ist oder, keine Ahnung, zum Geburtstag oder, keine Ahnung. Also das ist, 25 Euro ist schon ein heftiger Preis, muss ich sagen, ja. Aber, ja, es ist ja auch nichts, was man sich jeden Tag bestellt. Das ist halt, wie gesagt, ich habe es jetzt für den Kindertag bestellt, für die Kids, weil so Süßigkeiten im Laden sehen sie ständig, habe ich gedacht.
es wird mal Zeit für was anderes, ein bisschen Horizont erweitern. Und ja, dann habe ich gedacht, dann machst du halt, bestellst du halt mal so. Da freuen sie sich, da ist Mystery mit bei, weil sie nicht wissen, was drin ist. Dann wird da verschiedene Sachen probiert, da freuen sie sich. Und wenn da halt ein bisschen was mit bei ist, was auch noch schmeckt, dann freuen sie sich natürlich noch mehr. Und wie gesagt, bei uns war halt alles mit bei, was hat die schmeckt, alles. Außer diese eine Sorte mit Zimt. Aber die ist keiner von uns. Meine Große nicht, die Kleine nicht, meine Freundin sowieso nicht, die macht ja Keto-Diät, aber auch so würde sie das nicht essen. Oma schmeckt das auch nicht, mir schmeckt es auch nicht. Das ist das Einzige, was nicht schmeckt. Alles andere ist wirklich lecker. Kann man wirklich nicht meckern. Ja, das ist bei der Packung, da sind halt, ist eine Kammer blau, eine grün. Und irgendwie musstest du da so einen Streifen rausziehen oder irgendwie so halbwegs machen. Ich habe mit meinen dicken Wurschtpfoten nicht gekriegt. Ich habe sie einfach aufgeruppt. Werdet ihr da gleich sehen. Ich rupp da dann einfach die Seite ab, lass offen, scheißegal. Wird ja sowieso aufgegessen. Also da war ich zu dusselig. Das hatte ich aber dann erst, wo ich gesehen, richtig, wie das funktionieren soll, wo ich dann so auf hatte. Das sind so kleine Kügelchen. Sie wollte erst nicht, dann wollte sie doch. Ah, das ist eine Maus. Was kommt als nächstes? Ah, das sind sie. Das sind die Dinger, die sind absolut widerlich. Wenn die müssten es denn jetzt sein, glaube ich. So, jetzt reiche ich wieder rüber, wie ihr seht. Feuchchen hat vorgelesen, Zimt, und da haben wir schon alle gesagt, boah. Aber selbst der Großen hat es nicht geschmeckt, wie gesagt. Und die ist eigentlich am unkompliziertesten, wenn es um Süßigkeiten geht. Aber Zimt, das ist. Ja, die Kleine, die nimmt es jetzt im Mund und spuckt gleich wieder aus. Ich mache auch. Da seht ihr das schon. Oh, Zimt. Ah, wirklich. Also kein schlechter Zimtgeschmack. Also, wo man sagt, hier abgelaufen oder was weiß ich oder so. Nein, wirklich richtig normaler Zimt, wie man beim Milchreis zum Beispiel drauf macht oder so. Und ich hab's, für mich war es auch im Empfinden, dass es scharf war und also richtig, richtig eklig. Zimt und scharf. Bah. Aber das ist auch geil, was ich jetzt habe. Das war, glaube ich, das Blaubeeren-Ding. Die haben auch richtig lecker geschmeckt. Ja, die Blaubeere. Oh, die waren richtig geil. Die waren cool. Auch beim Schokopaket, da waren ein Haufen geile Sachen mit bei, aber leider viel zu wenig. Beim nächsten Produkt oder beim übernächsten, ich weiß gar nicht, da sagte meine Frau dann irgendwann mal, reicht jetzt langsam, die Kleine soll nicht so viel Süßigkeiten futtern. Aber die wollte ja auch probieren. Hat sie dann ab und zu dann doch noch was gekriegt und so. Aber, also die sehen komisch aus vom, von der Farbe her. So ein bisschen lilalich irgendwie so. Ich glaube, ich hole doch ihn raus und zeige den. Nee, hole ich nicht, okay. Aber die haben richtig geil nach Blaubeere geschmeckt. Oh, das sind die Atomkraftwerk-Dinger. Aua. Die haben also mit rot, mit gelb-schwarz da schon. Smogballs. Die sind richtig sauer. Smogballs oder so. Die waren heftig sauer. Na, Frauchen übersetzt gerade. Ja, Frauchen, das ist die Jute. Frauchen kann ja Englisch. Ja, ich leider nicht. Das ist halt der Nachteil. Wenn man denn sowas bestellt, Süßigkeiten aus anderen Ländern und man kann die Sprache nicht, man weiß halt nicht, was da drauf steht. Deswegen habe ich gesagt, da muss Frauchen mit bei sein, wenn ich das Video mache. Die muss übersetzen, da ist Juna, nicht wundern, was da so gewackelt hat. Da, also die Kleine heißt Juna, die ist da dann an die Kamera gekommen, weil sie so aufgeregt war. Ja, meine Große ist auch schon da,
Die ist gerade von der Schule gekommen, die hatten heute Sportfest. Also in der Badeanstalt. Nee, Badeanstalt soll ich nicht sagen. Freibad. Meine Frau sagt, das Wort Badeanstalt hört sich so anstaltmäßig an. Das ist nicht schön. Ich soll Freibad sagen. Aber bei uns war damals die Badeanstalt. Also ich weiß nicht. Meine Frau ist da manchmal mit ein bisschen komisch. Auch wenn die kleine Berliner hat. Ich finde es ja toll. Meine Frau hasst das und passt da immer auf, dass sie spricht immer. Meine Frau spricht total Hochdeutsch. Obwohl sie jahrelang in Berlin aufgewachsen ist eigentlich. Aber sie spricht absolut Hochdeutsch. Und das Berliner, das findet sie halt nicht so toll. Da habt ihr gerade gesehen, ich habe sie gezeigt. Das sind so Bälle. Da packe ich auch gerade aus. Die Kleine sucht sich eine Farbe aus. Dann kriegt sie den. Ja, nicht wundern wegen den Pixeln. Das ist halt immer dann, wenn die Kleine dann so also ein bisschen seitlich guckt oder so. Wenn man nur den Hinterkopf sieht oder so, dann ist das okay, da pixel ich nicht so. Aber zwischendurch bei manchen dreht sie sich dann halt auch mal so ein bisschen zur Seite und das wird weggepixelt. Weil wir möchten halt nicht, dass die Kleine so im Netz zu sehen ist. Meine Frau schon ja nicht, die ist da absolut dagegen. Sie darf so mit bei, wenn ich pixel, aber so ohne Pixel darf nicht sein. Was ich auch verstehe und ja. Ja, die sind wirklich heftig sauer. Da kriegt gleich Schweißausbrüche. Müsste mal genau hingucken. Und irgendwie läuft es mir, keine Ahnung, es ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Das hatte ich bei sauren Sachen noch nie. Also es war wirklich heftig. Ja, da muss ich mal wieder die Kamera, seit halt die Kleine gegen donnert. Das haben wir, glaube ich, nicht probiert, oder? Haben wir das auch aufgemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich zeig's ja gleich in der Kamera. Oh. Ah ja. Oh, das war auch lecker. Aber jetzt sollte sie eigentlich nicht mehr ins Bild kommen. Also jetzt wird kein Pixel mehr sein. Da war sie denn bedient. Süßigkeiten sind zwar toll. Sie ist nicht so der Süßigkeitenesser. Mal ein bisschen, aber nicht übermäßig. Mal so ein bisschen Süßigkeiten hat sie jetzt abgearbeitet. Es war immer noch kein Saurier zu sehen. Ja, die will immer diesen Diamond Jordan oder wie der heißt und dann halt noch ein Plesiosaurus brauchst du noch, hat sie gesagt. Und was war noch? Irgendeiner war noch. Ich weiß nicht, muss ich meine Wunschliste bei Amazon mal gucken. Die müsste ich darin gepackt haben. Frauchen hat gesagt, die kriegt es jetzt nicht einfach so. Können wir uns aufheben für Geburtstag, Weihnachten, was weiß ich. Weil wir davor schon, wie gesagt, die zwei Saure, die ich bestellt hatte, dann hatte ich ja bei eBay zwei Schleichsets ersteigert, die, wo ich ordentlich Geld gespart habe, richtig fett Geld gespart habe. Und viele Saurier mit drin waren. Und dann bei Kick hatten wir ja auch welche geholt. So eine Weicherin und so. Hat Freundchen gesagt, jetzt reicht das mal. Die soll nicht so verhimpelt werden, sagt sie. Also nicht so materiell eingestellt sein, sagt sie. Blastborn. Oh, die waren auch so. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, mit dem Aufmachen, das war immer so eine Sache. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Hier nehme ich jetzt mal ganz über den. Das einfachste. Messer rein, aufschneiden, fertig. Weil du hast auch manchmal, wenn die einfach nur oben so aufgemacht werden sollen, du hast dann einen schweren Angriffspunkt gesehen. Die waren so gut verklebt, dass du keinen Angriffspunkt richtig gesehen hast oder gekriegt hast. Und da sind die jetzt. Die sind so einzeln verpackt. Na,
Den habe ich rausgeholt. Apple. Ah ja, stimmt. Ja, da waren mehrere und ich habe mir gleich Apple genommen. Genau. Apple liebe ich, ja. Die kleine auch. Ja. Musst du aufpassen, damit du die Dinge nicht gleich wegschnippst. Die sind wirklich gut verpackt. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht öfters mal so Videos aus dem Garten zu machen. Auch mal vielleicht so einen kleinen Vlog aus dem Garten oder so. Ist mal was anderes als nur am PC-Tisch oder im Auto oder so. Und da packe ich dann auch schon wieder ein. Aber wirklich, das war wirklich eine richtig coole Box. Hat alles gut geschmeckt. Außer natürlich das mit Zimt. Das wollte keiner haben. Das haben wir heute noch. Das liegt heute noch da. Die anderen Sachen sind schon so nach und nach immer ein bisschen was leerer gemacht worden. Weil wie gesagt, die ist ja für die Kleine das und die Kleine ist ja nicht überwiegend viel. Ach, zeige ich das nochmal, das, was ich vorhin erzählt habe, wo es so ein bisschen lilalich aussieht. Ja, die Kleine ist ja mal ein Lutscher oder dann mal ein paar Gummibärchen oder so eine kleine Tüte Gummibärchen schafft sie auch schon. Und dann noch reicht es auch wieder. Oder Chips, so ein 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chips so ein paar und so. Also keine ganze Packung. Popcorn steht sie total drauf. Und dann reicht es auch wieder. Die ist da nicht so. Und dann steht es halt an ihr, deswegen haben wir viel Tupas. Wo wollte denn eine Tupas drin machen, wenn sie dann wieder Bock hat? Ist nicht mal Kinderschokolade. Was weiß ich hier? Was jedes Kind ist, Milchschnitt oder so, unser nicht. Schon immer, überhaupt nicht so viel Schokolade. Wenn denn After Eight. Oder so mal, oder mal, wenn Papa mal Kokosflocken isst, isst du mal ein oder zwei Kokosflocken mit. Oder mal so ein bisschen vom Nougat-Riegel abgebissen. Aber sonst nichts. Ist auch ganz gut so eigentlich. Die Große ist da ganz anders. Wenn es da ist, 1, 2, 3 meins, bumm, alle. Die kennt da keinen halten. Ich denke mal, nächstes Jahr Kindertag werde ich das auch nochmal. Oder vielleicht zu Weihnachten oder so könnte man auch nochmal so was machen. Ich weiß nicht. Haben ja verschiedene Boxen. Also man kann ja, wie gesagt, man hat ja die 25-Euro-Box, 50- und 100-Euro-Box, wo dann halt alles gemischt ist, von jedem was. Oder man nimmt dann halt 25, 50 oder 100 Euro Schokolade, Candy, Crunch, glaube ich, haben sie auch. Da sind dann Chips drin und sowas alles. Aber so nochmal, ich könnte mir gut vorstellen, so nochmal so Candy und Schokolade. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, nochmal zu ordern. Wenn wieder was eine schöne Gelegenheit ist, wo es dann halt passt. Weil wie gesagt, bei uns, das steht immer, von der Schoko von der Großen ist schon alle. Aber da ist gar nichts mehr von da. Aber von der Kleinen, das, da ist noch einiges ist noch da. Verpackt war es gut. Lieferung war schnell. Also da kann ich echt nur, jetzt zeige ich halt nochmal alles und erkläre ein bisschen was dazu und sage was dazu. Also da kann man nicht meckern. Also wir waren wirklich zufrieden. Und ich bin echt am überlegen, wegen diesen Fanta-Sorten, ob ich da, denn, wenn ich dann eine Box bestelle, nochmal in zwei Fantas verschiedene bestelle oder andere Getränke, weil da bin ich neugierig drauf. So irgendwas Schönes Saures und weil diese diese Fanta Blaubeere oder so, die schmeckt mir auch total lecker. Also die finde ich richtig geil. Ja. Jetzt packe ich nur noch weiter ein. Da könnt ihr jetzt auch gleich schneiden, werde ich auch machen. Also ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Däumchen wären, Träumchen. Tut mir leid, dass es jetzt hier nachvertont ist und die Schokobox muss ich auch nachvertonen. Weil das Mikrofon halt nicht funktioniert hat, aber das war auch meine Schuld. Ich hatte davor zu Hause Videos gemacht und habe vergessen, dass ich den Adapter, weil ich brauche, wenn ich das Mikrofon ranmache, einen Adapter von Klinke auf Klinke. Also das Mikrofon hat vier schwarze Striche
Und der Adapter hat dann drei schwarze Striche. Ich muss dann halt von 4 auf 3 wechseln, dass das Mikrofon funktioniert. Und ich hatte den Adapter an der Verlängerungsschnur dran vom Mikrofon, weil ich am Tag das Video gemacht habe zu dem PlayStation 5 Standfuß, das halt vernünftig liegt. Und weil ich da viel Kabel brauchte, weil ich dann immer hin und her bin, habe ich halt mit Verlängerungskabel gearbeitet. Ich habe da so vergessen, weil meine Frau kam, ich bin gerade fertig geworden mit Video, habe die Akkus hier in Ladegerät gemacht und sagt, und dann mussten wir ja los, die Kleine aus dem Kindergarten holen. Dann hat Frauchen gleich wieder Druck gemacht. Die hat immer Angst, zu spät zu kommen. Meine Frau ist überpünktlich, also komplett das Gegenteil von mir. Ich sag, wenn ich pünktlich komme oder in 2 Minuten zu spät, 5 Minuten zu spät, ja, Ziel erfüllt. Zu früh kommen wäre mal eine Option, kommt auch schon mal vor. Aber solange man halbwegs im Rahmen bleibt, ist das okay. Und meine Frau am liebsten eine halbe Stunde oder 20 Minuten früher da sein, falls was dazwischen kommt. Also da sind wir komplett verschieden. Aber nichtsdestotrotz. Verabschiede ich mich jetzt von euch. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielleicht schon die Schokobox. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, natürlich in die Kommentare posten am besten. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch die alle zu beantworten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, Livestream etc. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.